Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es haben ja schon alle gesagt, also wiederhole ich es. Es ist ein gutes Anliegen, die Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung zu verbessern. Insofern danke für diesen Entwurf. Aber ob der dem Anspruch tatsächlich weiterhilft, das kann man tatsächlich unterschiedlich sehen. Ich finde es zum einen schwierig, diesen Vorschlag als Alternative zum Gesetzentwurf der Initiative 100% Tempelhofer Feld zu begreifen. Und so haben Sie ihn ja dargestellt. Dort wird zu einem konkreten Sachverhalt eine Bebauung abgelehnt. Hier machen Sie keine Aussage dazu, sondern verweisen auf ein dreistufiges Entscheidungsverfahren, bei dem alle mitmachen können. Eigene inhaltliche Vorstellungen, die hinter eine partizipative Meinungsbildung völlig zurückzustellen, das ist in der Tat ein neuer Ansatz. Das kann man so machen als politische Gruppierung. Es ist aber die Frage, ob man damit den Erwartungen und der eigenen Verantwortung wirklich gerecht wird. Das muss man sich einfach mal fragen. Wenn wir ein solches partizipatives Verfahren, aber inhaltlich unbestimmtes Verfahren, dann auch noch auf den großen Tiergarten, den Volkspark Friedrichshain oder den Gleisdreieckpark anwenden, dann bin ich etwas irritiert. Ich gehe doch zu Recht davon aus, dass diese Flächen nicht einer Bebauung anheimgestellt werden sollen. Davon würde ich jetzt mal ausgehen, ganz ernsthaft. Ich glaube, im Kern haben wir hier ein Problem bei dem Gesetzentwurf. Hier werden zwei ganz unterschiedliche Sachverhalte miteinander vermischt. Zum einen geht es um mehr Partizipation bei der räumlichen Planung, zum anderen um das Mitreden bei Bewirtschaftung und Nutzung. Beides für sich genommen sinnvolle Anliegen. In der Vermischung allerdings führt das zu Verwirrung und Unklarheit. Es wird nicht bestimmt, sondern nur angedeutet, für welche Flächen das Gesetz gelten soll. Es wird davon ausgegangen, dass diese regelmäßig nicht durch Bezirke, sondern durch Beauftragte bewirtschaftet werden. Das ist allerdings eher die Ausnahme. Oder meinen Sie vielleicht ausschließlich unbebaute Liegenschaften beim Liegenschaftsfonds oder bei Landesunternehmen? Und warum dann der Verweis auf Tiergarten oder Gleisdreieck? Also das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Und wenn wir die Partizipationsregeln in der räumlichen Planung erweitern wollen, da gibt es ja nun durchaus berechtigte Kritik an dem Planungsverfahren Tempelhof. Ich habe das mal etwas sozusagen grobschlächtig zugegebenermaßen Propaganda statt Partizipation genannt. Also da, wo Ihr Gesetzentwurf interessant werden könnte, in Paragraph 3, da verweisen Sie dann auf ein Ausführungsgesetz, das Nähere regelt. Das finde ich schade. Bei den drei Stufen des obligatorischen Verfahrens habe ich verstanden, es geht erstens um Flächenidentifikation, zweitens Entscheidung um Nutzungsalternativen, drittens konkrete Projekte und Vorhabenträger auf dieser Grundlage. Damit ist aber noch gar nichts gesagt über inhaltliche Kriterien, Beteiligte am Prozess, Art des Entscheidungsprozesses, demokratischen Charakter und so weiter. Daraus folgt mehr Fragen als Antworten, und darüber reden wir dann in den Ausschüssen.